Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam einen kleinen süßen Pinguin. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Schau dir den Kopf vom Pinguin ganz genau an. Er hat rechts und links Flügel dran. Der Pinguin hat einen runden Bauch. Zwei kleine Füße hat er auch. Nun male ich ihm die Augen an, mit denen er dich gut sehen kann. Zum Essen braucht er keine Gabel, denn er fängt die Fische mit dem Schnabel. Sein Bauch ist weiß. Und Pinguin, los, sag uns, wie du heißt. Paul. Paul, das ist aber ein schöner Name, oder? Paul lebt im Meer ganz im Süden unserer Erde. Er ist ein Vogel, kann aber nicht fliegen. Er hat sich an das Leben im Meer angepasst. Und seine Flügel haben nun die Funktion von Flossen. Sie helfen unserem Paul beim Schwimmen. Er ist ein sehr guter Schwimmer und frisst am liebsten Fische. Guten Appetit, Paul! Nun bist du dran. Zeichne deinen kleinen Pinguin und gib ihm auch einen tollen Namen. Du darfst mir die Zeichnung von deinem Pinguin gerne schicken. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Ich bin schon ganz neugierig. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.